vollständig. Ich will immer wissen, wo der galaktische Gulasch ist. Und zwar wirklich immer. Die Prinzessin ist weich und schwach. Sie versteht nichts von Kriegsführung. Warum, was meinst du, warum ich hier bin, du Schlampe? Entschuldigung. Kam gerade so aus mir raus. Er bleibt da. Warum? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall auch nicht gesund aus. Oh, wo kommen denn die da her? Die kann man ja noch leicht besiegen. Das sollte gar nicht kein Problem sein. Die verteilen da oben. Pff, scheiß drauf. Wenn der Koloss erledigt ist, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Tag 1. Da lasse ich doch nicht meine Bombe hin. Komm, bleib zurück. Schicke ich dir entgegen. Als ob ich mich da jetzt mit irgendwas Großem beschäftige. Das wäre Quatsch. Oh, wird's langsam, ey. Wenn der Avatar hört, dass ihr Champion gefallen ist, wird er mich belohnen. Boah, wie die mir jetzt schon wieder auf den Sack gehen. Es ist wieder unglaublich. Aber ich war mit meinen 15 Minuten für den UEF-Boss, ja, da war ich doch korrekt mit. Bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Und sehe, dass ich noch einiges vor mir habe. Guck mal, stetige Luftangriffe, das finde ich auch zum Kotzen. So, Angriff. Und wer gewinnt da wohl? Tag 3 oder Tag 1? Ich glaube, ihr kennt die Antwort selbst. Jetzt will ich noch was wissen. Wenn der immer noch da steht, dann fliegt gleich jemand beim Bomber darüber und lass dir die angreifen. Hoffen wir mal, dass es so ist. Aber hier auch wieder, kann man wieder gut sehen, viel, ist aber wirklich sehr viel Luftverteidigung. Das bisschen Landverteidigung ist ja jetzt nichts, also nicht viel. Steht immer noch da? Ja. Genau da. Ich glaube, der wird sich aber auch nicht da wegbewegen. Glaube ich nicht dran. Aber ich will jetzt erstmal die, genau die. Ihr wisst genau, was ich meine.
Ich hab's vergessen, wie es heißt. Die strategischen Raketenwerfer will ich kaputt machen, verdammt. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich will keine Gefahr mehr, dass ich auf einmal eine Atombombe abkriege. Und wenn ich mich gerade komisch angehört habe, ich habe mich gestreckt. Ich bin doch etwas müde. Es ist Samstag, gestern gab es Ferien. Und wie das halt immer so ist, man ist daran gewöhnt, erst also sehr früh aufzustehen. Und naja, sagen wir es mal so, ich war um 7 Uhr wach. Wenn man um 7 Uhr wach ist, habe ich gleich angefangen zu schneiden und allen möglichen Zeug zu machen. Das braucht dann schon mal seine Zeit. So, aber wie greife ich hier jetzt am besten an? Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen will. Wie ich es machen kann. Bevor wir den Avatar verfolgen können, müssen Sie zuerst Ariel besiegen. Chorende. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht wie. Mir fällt gerade keine gute Taktik dagegen ein. Ich könnte jetzt höchstens eine Sache ausprobieren. Das dauert so lange, der Raketenwerfer. Soll ich oder soll ich nicht? Ich lasse es. Aber mir fällt keine andere Möglichkeit ein. Oh, wo kommt das denn her? Oh. Wie putzig. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, deswegen sage ich nichts. Das muss sein. Hier auch noch einen fetten Angriff von der, ey. Scheiße. Jetzt greift die mich hier ernsthaft richtig fett an, oder was? Ich glaub's ja nicht. Hier soweit nichts mehr, das ist die ganze Basis. Keine Raketenverteidigung. Könnte funktionieren. Ich erst hier alles zerstöre, dann hier rein, dann hier rein oder erst hier rein. Dann habe ich mehr Zeit, dann kann ich hier auch mit anderen Einheiten angreifen. Gut, es bleibt dabei, ich werde wohl warten müssen und greife mit Atombomben an. Dafür wird das hier allerdings auch seine Zeit dauern. Das ist der Nachteil. Ach, wie gerne wünschte ich mir, ich könnte das jetzt einfach vorspulen. So bis Ende ist.
Angriff. Hopp. So, bin ich schon fast klar. Ja, so, wo war ich denn eigentlich beim Off-Topic? Wo, in welchem Bereich war ich da denn gerade? Oh, verdammt, das habe ich vergessen. Moment, ich war irgendwo bei Schwächen wegen YouTube, beziehungsweise, ach ja, ja, jetzt jemanden da ins Boot zu kriegen, ist halt eine verdammt schwierige Sache. Eben schon allein dadurch, dass, ja, die ganzen kleinen Kinder immer so eine Scheiße schreiben, die so gerade im Trend ist und einen einfach nur noch nervt. Und dann kommen eben auch solche Fragen wie, wir könnten doch mal, und irgendwie, was hat einer mal gesagt? Irgendeiner hat mal gesagt, von den größeren Let's Playern jetzt, ja, dann kommt sowas, können wir nicht mal, und dann schaue ich, wie viel Videoerfahrung der hat, also wie viel hochgeladen wurde, wie viel Spielerfahrung. Und dann sehe ich da nichts und dann denke ich mir, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht mehr, von wem das jetzt war. Sie haben natürlich abgeändert, aber sinngemäß eben, dass eben sowas kommt von kleinen Kindern, die einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit wollen. Was jetzt auch gar nicht böse ist, also böse gemeint ist. Aber was dann eben dafür sorgt, dass, ja, dass solche größeren Let's Player eben auch einfach keinen Bock mehr haben und dann auf sowas schon gar nicht mehr reagieren. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Videos hochgeladen und ich glaube, wenn ich diese Runde jetzt hier fertig habe und alle Videos geschnitten habe, dann müssten es an Let's Plays rund 310 Videos sein, die ich jetzt schon gemacht habe. Ich glaube 302 habe ich hochgeladen oder so. Einige natürlich nur gelistet, weil nicht gelistet, weil ich eben die dann nach und nach hoch freischalten werde. Ist einfach einfacher, als jeden Tag dann alles hochladen zu müssen, weil dann besteht die Gefahr, dass man sowas nicht mehr rechtzeitig schafft. Und ja, deswegen, das finde ich jetzt, das finde ich so eine blöde Sache. Deswegen ist es auch schwierig, an irgendwen ranzukommen, weil dann eben natürlich gehen auch immer viele Nachrichten ein, da kann man auch nicht alles nachgucken, ist auch verständlich. Gewisse Zeiten bleibt natürlich auch fürs Privatleben, das ist klar. Aber es ist dann eben, wenn man dann sich ja mit sowas befasst, hat man irgendwann keine Lust mehr, weil dann nur nicht wirklich nur solche Kommentare wahrscheinlich auch, aber auch solche Fragen kommen. Dann will man einfach nicht mehr. Aber gut, so viel dazu, so viel von meiner Sicht aus. Da kann ich mir auch gleich schon denken, wie ich die Überschrift, also wie ich den Titel von der Folge mache. Angriffe und eigener Senf und Gelaber. Ja. Nee, ist das gleiche. Egal, ich überlege mir schon noch was, das kriege ich schon auch noch auf die Reihe. Nach einer kleinen Pause geht das immer. Ja, die gehen so drauf, ist kein Problem. Jetzt gucken wir noch mal, ob denn auch der Typ immer noch da ist, wo ich hoffe, dass er ist. Der Koloss könnte eigentlich auch näher kommen. Ich hätte damit kein Problem, weil ich glaube, ich könnte den sogar mit meinen Einheiten kaputt machen. Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören. Jetzt auf einmal. Ups.